Wir spielen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, heute Blair Witch. Wir haben, falls ihr es auf dem Kanal schon mal gesehen habt, wir haben zwei Folgen Blair Witch. Das ist vor anderthalb Jahren, 2 Jahren gewesen und ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt. Vergangenheits-Benny und Vergangenheits-Steve sind damals in den Wald gegangen und sind nie wieder zurückgekehrt. Und wir werden heute nach ihnen suchen. Und da würde ich jetzt ja nicht länger schnacken. Wir starten ein neues Spiel. Ja, dieser Murks mit diesen Kameras irgendwie. Ja, aber das hat was, finde ich. Der ist so Blair, der ist so Outlast hier. Jetzt schon wieder Outlast-Flashbacks hier. Jetzt schon wieder zittern. Ja, das stimmt. So, ich hoffe, das läuft alles. Alles stabil. Komm, Rex. Ach ja, wir haben ja auch einen Hund dabei. Ja, wir haben einen Hund. Oh Gott, ich weiß nichts mehr von dem Spiel. Also, ich weiß noch, was der Bullet heißt, aber ich finde, Bullet ist irgendwie ein, ist eigentlich ein cooler Name, aber wir müssen ihn anders nennen irgendwie. Chat, ich erwarte von euch einen geilen Namen für den Hund. Woher weißt du, dass der Bullet heißt? Das weiß ich nicht immer jetzt. Achso. Nörkelswill. Oh, die Filme, waren auch so, die Filme waren so schlimm. Also der erste insbesondere, der zweite war auch nicht angenehm. Stefanie, was? Mutti, ist jetzt Stefanie? Nee, bitte nicht. Ey, komm. Geil. Stefanie! Komm mal her. Wir sind doch. Wir sind doch aus Phobia raus. So. Okay. Oh, warte mal. Ja, dann hol mal dein gutes Handy raus. Ja? Ja, mal ran! Bestätigen? Keine Ahnung. Geht schon gut los, Quicktime Steve. Geht schon los. Jess, hey. It's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well. Don't use your phone when you drive a car. Full of surprises. So, what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. That's a good idea. Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. No, I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Hubertus von Schnüffel. Das finde ich aber einen guten Namen. So. Achtung, nicht wundern, wenn wir mit dem Intro durch sind, würde ich nochmal eine ganz kurze Anmoderation für YouTube machen. Nicht irritieren lassen, bitte. Geht hier schnell. Bitte schnell. Also die Grafik sieht echt gut aus. Gefällt mir. Jo. Bisschen dirty. Dirty? Hier sitzt hier schon wieder irgendwas? Was? Habt ihr gleich verschwindet vor unserer Kamera hier? Bitte nicht. Ich finde diese Unschärfe-Effekte finde ich auch echt cool. War kein Nummernschild vorne dran, so. Mhm. Guck mal. Ich glaube, in Amerika brauchst du vorne keins. Du brauchst nur hinten eins, ja. Echt? Hm? Ja, das ist ja aber. Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to contact Sheriff Lanning. Oh ja, da. Schauen wir mal. Ach, jetzt geht's los. Ah, jetzt können wir ja die Fellfarbe wählen. So, warte mal, was haben wir denn hier? Okay. Ich bin gerade tatsächlich wirklich noch am Überlegen. Maus, Tastatur. Ah, Malle. Na, geht es denn mit der Maus? Ah, blurry. Nee, geht nicht. Ist hakelig. Ganz schön hakelig. So, und okay, das Bellen zeigt uns an. Das ist so ein bisschen wie von Modern Warfare. So, was ist hier? Aha. RT. Aha. Find this kid. He's been through enough already. Okay.
Wir müssen diesen Knaben finden. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hose zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nach dem wir suchen. Nützlich. Du erreichst Sheriff Lanning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen. Dreck. Kanal 2. Okay. Channel 2. So, und dann besteht denn ist tatsächlich RT ist ungewöhnlich. First come, first served. Yeah, I'll call Lanning once I'm in the forest. Ist auch schön. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist kein Extrem. Kann ich es anmachen? Weiß ich nicht. Da kannst du es einstecken. Wunderbar. Einfach bloß angeguckt und so. Eingepackt. Okay, alles klar. Brauchen wir ansonsten noch was? Feuerlöscher, pipapo. Ein bisschen Benzin. Bisschen Benzin, ne? So, was? Schnuppi gehen. Das sieht ja auch schon ganz schön. Also. Party hier aus, Alter. Ich weiß nicht, also die suchen ja nach dem Shannon. Wie heißt er? Ne, Peter Shannon. Peter. Wir suchen nach Peter. Peter Shannon. Und die sind ja anscheinend schon unterwegs im Wald, so wie es aussieht. Ja, er ist 9 Jahre männlich. Ja, 4 Feet und 4 Inches groß, okay, super. Wie viel ist denn 68 Pounds? 40 Kilo oder was? Na, die Hälfte, glaube ich, immer, oder? Ja, 31 Kilo. Okay, alles klar. Peter trug zuletzt ein grünes T-Shirt und eine Schirmkappe der Baltimore Ravens. Er wurde zuletzt am 15. September 1996 in Bockensville, MD, gesehen. Sollten Sie irgendwelche Informationen zum Verschwinden von Peter Shannon haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei von Maryland oder rufen Sie eine dieser Nummern. Ich bin immer versucht, diese Nummern anzurufen, aber alles, was mit 555 ist, ist ja eine Fantasienummer, ne? Gibt's ja nicht wirklich. 555 Nase. Ihr wählt 555 Schuh. Alter, was? Was machst du denn? Weg, Junge. So, im Rucksack verstauen. Du kannst drauf zugreifen mit RB. Oh, guck mal, hier kannst du den Kanal wechseln. Not now. Give him a call once I'm in the forest. Ah, okay. Gut, geht nicht. Ich kann auch den Kanal immer noch nicht wechseln. Doch, hast du gerade. Nee, ich bin da, bist du jetzt. Ah, da, ja. Okay, nice. Not now. Not now. Call once I'm in the forest. Dann pack doch weg. Wieder. Es ist wirklich. Alter, lass es los! Ich will hier weg! Ich sammle die Gegenstände, wenn du in deinem Rucksack. Mach doch einfach mal das Tutorial mit, glaube ich. Also drück doch mal RB. Also RB gedrückt halten, Entschuldigung. So. Rucksack aufmachen. Genau. So, on Hundeleckerli. Wir können Leckerlis geben? Was ist er denn? Sind wir das? Ja, das sind wir. Hey, Jess, looking good. Jess. Das ist ja eklig, der Typ. So, wir sind Alice Jeremy Lynch. Okay. Ah, was haben wir denn da? Ihre Vorhersage, Sie haben etwas Wertvolles verloren. Doch keine Angst, ich sehe immer noch eine Chance, es wieder zu erlangen. Allerdings läuft Ihnen die Zeit davon. Sie müssen sofort handeln. Schreiten Sie furchtlos voran. Das Glück hilft den Mutigen. Vertrauen Sie Ihren Freunden. Sie werden Ihnen zu Hilfe eilen, wenn Sie sie am meisten brauchen. Mein Rat, seien Sie auf der Hut. Ihre Glückszahl 2 und 125, natürlich. Das ist etwas, was ich von unserer Trip nach Santa Monica and bring myself to throw it out. Okay. So. Ja, also Tastaturbelegung ist ja wirklich Herz allerliebst. Also meistens bei den Controllern, ich gebe dir mal den Tipp, Stevie, ist B für dich der Kreis, die Zurücktaste. Nicht immer, aber meistens. Ach, Kinder, nee. Mal ein Foto von Peter angucken. Oh, der hat aber. Oh, mal. Alter, was ist denn das, Junge? Ist das hier. Ist das auf dem Plakatwand gedruckt worden oder was? Ist ja ekelhaft. Aber guck dir mal die Segelohren an. Könnten ja meine sein. Also. Ne. Mich. Also, ja. Das, ohne Kommentar. Ohne Kommentar, Benni. Ohne Kommentar. So, okay. Achso, Hundeleckerli. Ich wollte ja Hundeleckerli nochmal hier raushauen. Hundeleckerli. Der Leckerlis. Du hast aber nur 10 Stück. Also. Dann warte ich noch. Kann ich die streicheln? Stefanie? Nee, der Hund heißt nicht Stefanie. Hier, der Chat hat doch gesagt, der heißt Hubertus. Hubertus? Hat Dave gesagt, oder? Warte. Hübsch sieht er aus, unsere Hubertus. Okay. Wo ist denn Hubert? Hier. Kann ich die streicheln? Oh Mann, kann ich nicht streicheln?
Nee, schade. Hey. Na gut, dann folgt mal den matschigen Fußabdrücken hier im Wald. Du musst ein bisschen crunchy hier. Was ist das? Ja, okay. Das ist, so sieht's aus, wenn ich versuche, was zu schnitzen. Zurück, schnitze eine schöne Puppe. Alter, das Spiel, das ist so hart. Was denn? Ah, schön ist gerade anders so hier von der Grafik her. Muss ich noch was runterstellen? Nee, tatsächlich nicht irgendwie, aber flüssig ist anders. Flüssig ist anders. Chat, ist es bei euch flüssig? Come on, Bullet. Let's go find this kid. What? Sieht so ein bisschen aus wie James aus Silent Hill 2, so von den Klamotten. Ah, und das schöne Blair Witch-Zeichen hier im Wald. Wunderbar. Welt wird so übel. Warum helfen wir jetzt der Polizei, diesen Jungen zu finden? Also. Ah, da könnte da recht haben. Okay. Blair Witch. Ah, ein Buntspecht. Sofort erkannt. Da macht man mir nichts vor. Du bist ja auch unser Vogelkenner. Ich bin der Ornithologe, genau. No point in waiting any longer. Let's call Lanning. Ah, jetzt. Gut. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. Think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Well, ah. Time to get to work. Scheinbar sind wir auch so ein leicht labiler, instabiler. Okay. So, kann ich irgendwie rennen? Würde ich einmal rennen? Ja, wahrscheinlich. Oh, guck mal, du kannst dich ducken. Das ist gut. LB, um Bullet zu rufen. Bullet! Ja, fein. Da komm mal her, mein Kleiner. Ja, bist ein Süßer. Ein Süßer bist du. Das ist Bullet. Dein Hund, der nie von deiner Seite weicht. Haben wir gerade gesehen. Ist gerade weggerannt. Hör auf sein Bellen und beobachte seine Körpersprache. Er warnte dich als erstes vor Gefahren. Aber er braucht auch deine Hilfe, um mit ihm fertig zu werden. Denk daran, wie du ihn behandelst, kann sein Verhalten im späteren Spielverlauf beeinflussen. Bleib immer in seiner Nähe. Länge andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Ach ja. Ach hey. Tadeln, such Haustier. Mhm. Bleib bei mir, halt. Ah, falls du wohl es aus den Augen verlierst, drücke LB, um ihn zurückzurufen. Wenn er in der Nähe ist, schau ihn an und halte LB, um den Befehlsrad Scheiße. Okay. Na dann. Kann ich denn hier jetzt nicht machen? Was denn? Du sollst ja den Suchbefehl machen. Mano. Ja. Yeah. Es ist ein Tutorial. Ein Tutorial. Ja, genau, ja, zeig. Ja, was ist? Na, zeig, was da ist. Ja, schön ist, jetzt kannst du gleich... können. Was? Kann ich aber nicht. Ah, doch. Oh, den Stick gedrückt halten. Das wird ja ein Traum. Was hast du denn da? Na, was hast du denn da gefunden? Was hast du denn da gefunden? Was hast du denn da gefunden? Und? Haustier? Was macht er? Bad Dog! Ey! Ich wollte mich gerade sagen, du hast doch bestimmt. Also, Tadel. Ich glaub, Haustier ist. Nee, du bist auf Tadeln gekommen danach. Na, das ist. Ja, machen wir jetzt mal Haustier. Mach mal. Guter Junge, genau. Weil du bist nämlich kurz bevor es wo du losgelassen hast, ist er auf Tadeln gegangen. Ich sag ja, Xbox Pet. Für den Arsch! We're looking for Peter, not the search party, buddy. Great, a bear then.
Mhm. So. So, was hat gefunden und wird auf dem Metall. Das ist aber auch nicht schön. Aber jetzt müsstest du ihn eigentlich nochmal ein Leckerli geben. Süßer, du. You know, back during the Revolutionary War, there was this witch. She'd kidnap the local children, suck on their blood and whatnot. When they finally caught her, they hanged her on one of those trees. Ingram, do you ever shut up? Heel! Check the hill, Ingram. Got it. Stay here, boy. Alter, das ist wirklich ganz schön. Ja. Hat er mich jetzt da wieder zurück? Warte. Da die Bobby pinkelt. So. Ja, Pat wurde echt mit Hosti übersetzt. Ja, aber wir haben jetzt bestimmt von dem ganzen Funkgespräch nicht wirklich was mitbekommen, gehe ich mal von aus. Ich nicht spiel. Ja, das ist ja genug. Just some garbage. Careful there, Coldwell. God damn, it's slippery here. Ah, was haben wir denn hier? Alexander. Soll das eine Person darstellen oder ist das ein Höhleneingang? Höhleneingang, okay. Keine Ahnung, also sieht für mich aus wie. Das ist jetzt, was Coyote immer für den Roadrunner so einen Felsen gemalt hat. Ja, genau. So, dann lauf ich mal hier lang irgendwie. So, soll ich mal den Kleinen suchen lassen? Komm mal her. See if you can find something, buddy. Okay. Ja. Ja, hast du und? Was? Wie? Wo? Ja, nee, vielleicht? Oh, ja. Ah, da vorne. Hopp. Oh, ey. Das ist echt schlimm. Aren't you a handsome boy? Ja, ich streiche doch den Kleinen mal. Ja, so ist es fein. Ich sehe dich schon eine halbe Stunde lang nur den Hund streicheln. Ja? Someone must really love nature. Na, die hätten mir doch hochfallen müssen. So mitten im Wald hier. So, dann nehmen wir nochmal die Fußspuren nach. Oh, kann ich die Bohnen sagen, nochmal fährt auf? Bullet. Was haben wir denn hier? Was haben wir? Such, oder was? Nee, bei kannst mir? Du bleib bei mir sagen, ja. Come on, look around, boy. Ja, wundert euch bitte nicht, wenn er dann immer nach jedem Befehl so nach oben schaut, irgendwie. Ja? Das war's? Na gut. Ja, weil du wahrscheinlich noch hier yeah, an dem Point stehst. Ja! Ja! Ja, Wein! So, okay, dann schauen wir doch mal, wo die Spur langführt. Die Spur ist schon wieder verloren. Wo sind denn hier die Fußabdrücke? Da. Da. Hol doch mal die Taschenlampe raus, weil jetzt sehe ich die Fußabdrücke nämlich gar nicht mehr. Okay, es wird nicht viel besser. Gut. Ja, Klassiker, Alter. Ja? Was ist los? Oh. Hat er was? Ist hier eine Höhle? Oh no. Oh no. Bullet, fetch. Was? Wie? Fetch? Wie? Achso, ich kann es wahrscheinlich nicht holen. Muss Bulle drin. What'd you find? Oh nein! Die Mütze. Aren't you a handsome boy? Ja, fein. Hast du das gemacht? Now's not the time. Gibt es her? Gibt es her? Ja. Ja, das ist die Bockenswill-Mütze.
Baltimore Crows. Und Peter. Peter's Cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow this? Da ist schon mal nichts Gutes. Rück. Ah. Here, boy. See if you can find it. Ja, jetzt muss aber hinterher sein wahrscheinlich. Attaboy, go get it. Ellis to base. I found Peter's cap. You did. Well, great job, Ellis. Just stay where you are. Boah, kann ich rennen, wenn er funkt. And keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Okay. Wirklich krass, er kann mich echt überhaupt nicht auf den Text unten konzentrieren. Bullet, wait up. Oh, es hat... No! Hey. Na, eigentlich sollten wir... Also, Alter, renn doch nicht so in die Hecke rein, Alter. Der Sheriff meinte, also wir sollten warten, bis die kommen zur Unterstützung. Und er sagte, ja, nö. Damn it. Weil halt Bullet gerade die Pferde aufgenommen hat. Oh, ja, und der Sheriff hat doch auch gesagt, irgendwie, was ist los? Irgendwie, das ist der Bruder von irgendjemandem, irgendwie, mit dem wir jetzt was zu tun haben, oder was? Oh, okay, das habe ich jetzt. Das weiß ich nicht mehr. Wo ist dein Hund? Where is that dog? Schön, Benny, schön. Ja, sieht ja Vollschau hier aus. So, warte mal, hier komme ich wahrscheinlich wieder hoch. Alter, bist du denn das? Ist das hier toter Wald? Vor allen Dingen, warum? Also, sieht er jetzt hier komplett anders aus? Sind wir irgendwie durch ein Portal geflogen oder? Ja, wir sind durchs Entsättigungsportal gefallen. Hallo. Und jetzt ist ja alles irgendwie. Where the hell is nicht so schön. Aber vielleicht finden. Warum höre ich Herzschlag? Weiß ich nicht. No, not now. Uns geht's anscheinend nicht mehr so gut. Oh nein, verlieren wir Sanity oder was? Wie? Na, wir, guck mal, wir sehen alle so verschwommen. Ja, ja, also es pulsiert ja. Pulsiert, genau. Pulsiert? Du bist so weit gekommen, so weit sind wir noch nicht gekommen. Hey, 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 was? What? Bullet, where are you? Bullet! Okay, calm down, Alice. Everything's fine. Er sieht ja auch aus wie so ein Graben, weißt du, so. Oh, also, fliegen hier Kugeln oder was? Nee, ist eine Sackgasse, das ist ja wunderbar, schön. Muss ich hier eine Tablette? Und er macht mein Schläfchen. Ist ja da. Bullet, da ist er. Hubertus. Mike, bevorzuge die französische Aussprachsart. Hubert. Hubertus. Darauf trinke ich erstmal noch einen schönen Schluck Multi. Weißt du mal einen Multi hinterher, oder was? Yeah, look, we decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I just... I can't be alone out here. Ja. Is it, boy? Did you find something? Okay. Er hat was gefunden und wieder hinterher. Yeah, lead on, buddy. Zeig's mir. Also diese, die Richtungspfeile, wenn Bullet ruft irgendwie, erinnert mich so an Modern Warfare irgendwie. Wenn Beschuss aus einer Richtung kommt. Ah, schon wieder so eine Hecke. Na, okay. Alter, was ist denn das für ein Gruselwald? Oh, nee. Oh, dein Telefon. Ja. Geh mal an dein Telefon. Jazz. Oh, so ein alter Knochen, ey. Hey, 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 Jazz. Jazz. Hey, hey. Is everything all right? You don't sound so hot. No, it's, I'm fine. It's, under control. It doesn't sound like it. Ellis, maybe you should... No, I said I'm fine. Okay, beruhig dich. Cool, cool, Kumpel. Of course you are. Klar. Now listen, I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. I'm sorry, Jess. Ja, das kannst du auch in den Arsch schieben jetzt hier länger, Entschuldigung. Rastet aber auch. Mach dich doch nur Sorgen um die. Ach, ey. Das ist aber eine schöne Brücke. Mm. So, jetzt kommen doch gleich die Heretics. Ich seh doch kommen. Oh nee, komm nicht hier so Outlast-Vibes reinbringen hier. Komm, nee. Obwohl, wir sind von Anfang an da, Mann. Obwohl, also, sag mal, wie das ist, Benny, ich hab krasse Lex hier, ey. Oh, ich sehe schon gleich kommen von wegen. Ah, du Benny, du, ich glaube, du musst übernehmen.
Kann sein. Mmh. Oh. Immer so die Ausreden von Stevie, wenn er nicht spielen will. So, und? Oh Gott, Alter, was ist denn das für ein Wald, ey? Das ist irgendwie sehr sumpfig. Hast du uns jetzt hier in einen Moor geführt, Gollum? Guck mal, Mutti hat auch eine schöne Frage. Also wir sind also eine Art Hilfspolizist, den eigentlich gar keiner will. Ja, das würde ich auch fast so sehen. Ja, wahrscheinlich so irgendwie so entweder Bürgerwehr-Style oder Detektiv oder irgend sowas oder... Ja, vor allen Dingen auch haben wir ja anscheinend damit Bürger. Haben wir ja irgendeine... Okay. Mentale... Schwäche? Krankheit. Was ist hier los? Klar, wir gehen hier einfach mal campen. Ja, letztendlich ist es auch bloß ein Wald, wa? Irgendwie. Oh, das ist doch der Zelt. Hier haben doch Josh und Heather. Heather, zusammen, drin geliehen. Looks damaged, but relatively new. Probably not something a 9-year-old could set up. Warum kann wer was? Warum sollte das ein 9-Jähriger nicht können? Kannst du nicht rein? Ich drin. Guck mal kurz, was du zu essen gab. Ja, aber der Huni rastet doch schon aus. Was ist denn hier los? Still some left was zum Huni? Maybe a few days old. Mhm. Aber der hatte was. So, was ist denn los hier, mein Kleiner? Was hast du denn hier gefunden? Eine Kamera? Ach ey, und schon geht's los mit dem Outlast-Zeug. Schon geht's los. Beat up, but... yeah, it still works. Was sehen wir denn da? Kitchen, nicht meine Kamera. Maybe you should. No, I'm fine. I'll deal with it. Was ist mit ihrem Gesicht? Need a little more time. Alice, what you need is help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Alice, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, why, Alice? Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Na, das ist ja super, Alter. Ja, also, der ist auf jeden Fall psychisch recht stabil, der Mann. Hat auch jetzt irgendwie keine Verdrängungsgeschichten hinter sich. Ach, nochmal schön, das ist mein Lieblingsprogramm. Wenn Jess anruft. Teil 2. Aha, immer wunderbar. Okay. Come on, be a man. Better yet, I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. What? Okay, also wir haben irgendwas getan, was wir uns anscheinend nicht verzeihen können, irgendwie, und... Did I pass out? Wir haben es anscheinend geschafft, irgendwie mit Jess ordentlich gegen die Wand zu fahren, weil wir uns wieder letzte Arschbrennen haben. Oh, shit! It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. Also der hat jetzt irgendwie einen krassen Flashback bekommen und ist jetzt dann irgendwie zusammengebrochen oder was und wacht mitten in der Nacht auf. Der hat ein Schläfchen gemacht. Ach du Scheiße. This thing again. Und noch schöne Schnitzarbeiten wieder. Someone had too much time on their hands. Okay. Ach nee, Alter. Im Film hat es ja auch so angefangen, war das dann irgendwelche kleine Flechtsachen um dich rumhangen und so irgendwie um das Zelt rum. Wunderbar. Ja, da hab ich Bock drauf. Was ist denn los, Kleiner? Sollen wir uns nochmal die Kamera angucken jetzt? Oder was? Weiß ich nicht. How did it end up back here? There's a tape inside. Okay. Might as well see what's on it. Ach, hier.
Mit Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Klar, klar. Jetzt übrigens beim Mediamarkt und bei Saturn. Achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Okay. Versuche, den richtigen Moment zu finden und pausiere das Video. Wenn du jetzt weggehst, warum ist denn da ein Auto? Benny, weil wir die Realität geändert haben. Jetzt ist ja wohl klar. Na, sag mal. Okay. Erst letztens beim Zelten habe ich mir ein Video angeguckt, wo ich ein Sixpack Bier vor und zurückgespult habe und plötzlich war es da. Genau. Es war nicht mehr leer. Ist ein bisschen hanebüchend irgendwie, was? So irgendwie. Ja, das würde aber auch bedeuten, dass wir vielleicht einfach noch, weiß ich nicht, bewusstlos irgendwo rumliegen oder so? Und deswegen halt, das möglich ist? Das ist natürlich krass, ja. Das wäre bestimmt, dass wir immer noch schlafen. Bullet zeigen. Oha. So, riech mal dran. Bullet. Ach nee. Über. You know what to do, buddy. Just like in training. Good boy. Die Augen sehen so krass aus. You do great on the force, if you weren't so stubborn. Ja, komm. So, mein kleiner hübscher Hund. Und das meinte ich irgendwie, dass man halt einfach ihn jetzt besser sieht, wahrscheinlich, als wenn er braun wäre oder dunkel. Na, das stimmt. Also, auch wenn es nur so ein bisschen ist, aber naja. So, mein Digga. Komm, wo müssen wir hin? Oh, ich jetzt schon wieder sehe hier. Ach, überhaupt nicht unheimlich. Die Mutti hat auch schön geschrieben, okay, ein psychisch gestörter Hilfspolizist, der sich aufdrängt und den keiner haben will. Was ist los? Was hängt da? Geh mal auf die zurück, da hängt was. Nee, rechts, rechts, rechts. Jetzt runter, runter. Ja, da siehst du die, nee, hoch. Rechts, rechts, ein bisschen. Ja, da siehst du das, was da hängt. Ach, schön. Wunderbar. Ja, Bullet gefällt das auch nicht. Nee. Ob ich das einfach mal kaputt machen sollte? Nein, fass es nicht an. Ich fass es mal an. Ich mach kaputt. Okay, jetzt. Chat ist vorbei. Wir haben verloren. Ja, denken wir irgendwann an diesen Moment zurück. No hätte chance. Vollkommen anders entscheiden sollen. So, was steht da? Olga. Olga, die einfach in der Ecke steht. Cool. Mit dem Gesicht zur Wand. Ja, okay. Konnte ich jetzt nicht sehen. Also für mich sah das so aus, als ob die wie beim Blair Witch bei, am Ende des Films, wo der einfach nur in der Ecke steht und gegen die Wand schaut. Scheiße. Nur, dass es jetzt diesmal Olga ist. Wunderbar. Ja, nun sind wir verflucht, ja, siehst du? Super, toll. Toll macht Steve. Du kannst ja vergessen, dass ich jetzt weiter für dich spiele. Jetzt musst du durch die Lecks durch. Das überlecke ich mir nochmal. Mm. Jetzt kommen aber die guten Sprüche jetzt hier. Jetzt kommen die Wortspiele hier. Mm. So, Digi, wo willst du hin? Oh, oh. Point of no return. Still on track, buddy? Good boy. I'm right behind you. Oh, das mit dem Halsband ist aber auch gut. Guck mal, das leuchtet richtig schön grün. I can't just ignore him. Ja, ist ja gut. Go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over now. Naja, also weiß ich nicht. So, ich würde mal sagen, Bullet. You can find something, buddy. Such doch mal was. Ich finde das so geil. Ja, Bullet, such mal was und dann. Also noch oben. Ja, oben. Ich finde, lass mich noch mal ganz kurz hier mit Maustastatur mal kurz probieren, weil der Controller ist halt echt ultra lame, irgendwie, wenn ich mich bewege.
Ja, im Worst Case muss ich halt übernehmen, wenn es gar nicht geht. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie hier die Steuerung ist. Oh. Bitte? Aha, aha, mhm. Was hast du da, mein kleiner Sticker? Ein bisschen Wasser. Ja, muss ich auch mal ein bisschen was trinken. Ja, und ich hab... Wo ist er hin? Alter. Warum rennt denn der jetzt weg? Als ob er Angst hat? Schiss hat. Oh, Kacke. Komm mal vor. Guck nach vorne. Guck nach in die Richtung, wo er hinguckt. Keine Ahnung. Irgendwo hat er wieder was. Da ist das Fahrzeug. Oh, nee. Soll ich das kaputt machen? Ich soll das bestimmt kaputt machen, wa? Oder? Ich mach das mal kaputt. Easy boy, it's gone now. Sind wir das? Arthur. Ich übernehme hier keine Verantwortung mehr für irgendwas. Steve macht hier einfach irgendwelche Sachen kaputt. Und dann wundert er sich, wenn er von der Hexe gejagt wird. Tut mir wirklich auch leid, aber was soll ich denn tun? Dran vorbeilaufen. Aber it's the mission. Bullet, what's wrong? Okay, er speichert. Damn it. Was ist denn nur los? Weiß ich nicht, wenn er speichert, das ist immer kein gutes Zeichen. Dann passiert irgendwas gleich. Hä? Was? Baum an? Wie ist denn jetzt... Warum? Was hängt denn da bitte vom Baum runter? Was ist denn... Ist das Teer? Was soll das sein? Das ist ein bisschen Schnodder. Ist ein bisschen Schnodder. So, wie kann ich jetzt Bullet ansprechen, wenn ich über Maus und Tastatur spiele? I don't know. Drück mal Tab. Tab. Ah, okay. Hier können wir schon mal das machen. Verstehe. Das Tab. C wie Cäsar oder B wie Bertha? Wie Bullet? Ah, ey, nicht schlecht, Benny. Nicht schlecht. Das sind so die Standard-Tastenbelegungen für Spiele. Also gut gemacht. Gut, boy. Die Augen sind echt wunderschön. Ein wunderschöner Hund. So, dann nehmen wir jetzt mal den Baum. Das Bösen. Hm. Was jetzt? Gibt's Rinder abkratzen oder was? Oh. Fuck you, ey. Sind es eigentlich die Augen von Jess? Grip, von unserer Frau? Alice, the base. I'm near a dead white tree. First I've... Oh, great. He found a tree in a forest. Sheriff, this is a joke. I came here to look for a kid, not this moron. That's enough, Spencer. Yeah, that's enough. I'm going home. Keep us posted, Alice. Over and out. Okay. Also der eine Typ hat überhaupt keinen Bock auf uns. Ja. Ja, wer weiß, was wir für einen Bock schon geschossen haben hier. Oh, was ist denn da? Was? Hier wurde gebaut? Base to Ellis. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Do you copy, Ellis? Over. Base to Ellis. Ellis, if you can hear us, know that we'll be going northeast after you. Wait for us. Over. Okay. Pack doch nicht die Taschenlampe weg. Alice to base. Emmett, I just wanted to say, yeah, I know I screwed up, and I'm sorry. I told you already, Alice. What's done is done. No point in dwelling on the past. You found the kid's cap, you're still in one piece. And hey, at least we still got radio contact. All in all, could have been much worse. Yeah. Yeah, you're right. Thanks, Emmett. Over now. Okay. Soll ich mal in diesen gruseligen Tunnel rennen? Ich geh mal in den gruseligen Tunnel rennen. Hallo! Bunker. Oh Gott. Oh? Ist das? Ach, schön. Kombination. Find out. Wie Try and Error, oder wie? Na, bei so einem vierstelligen Schloss sind es doch nicht viele Kombinationen. Bitte dich. Na gut, okay, wir brauchen eine Kombination. Ja. Finden wir die hier drin? Ich. Wahrscheinlich nicht, weil das ja Quatsch war, wenn die hier irgendwo an der Rinne steht. Ja, wie läuft's nach bergab hier, Imran, Alter? Wir zocken Blair Witch und es ist fürchterlich. Ganz schlimm. Schlimm! Jetzt ist es schlimm tatsächlich.